Deutschland letztes Jahr im Dezember mit Sack und Pack und Hund nach Paraguay ausgewandert. Jetzt sind wir so weit, dass wir sagen, wir möchten gerne weiterziehen. Und jetzt gibt es einige Dinge für uns zu berücksichtigen, gerade in Bezug auf den Hundetransport, die wir wirklich gerne vorher gewusst hätten. Und um was es sich da handelt, das erfahrt ihr in diesem Video. Die Einreise nach Paraguay mit Hund war ziemlich einfach. Nur möchte man weiterreisen in die EU oder in andere Länder, dann muss man einiges beachten. Wir werden nun weiter reisen und müssen auf unserer Reise über die EU reisen. Und was wir dafür benötigen, um in die EU wieder einzureisen, das ist eine sogenannte Titerbestimmung, was die Tollwutimpfung des Hundes angeht. Diese Titerbestimmung, man muss nach dieser Titerbestimmung, nach der Blutabnahme, ganze 3 Monate warten, bevor man in die EU wieder einreisen kann. Und es ist auf jeden Fall sinnvoll, so eine Titerbestimmung schon zu machen, bevor man überhaupt aus der EU ausreist. Denn diese Titerbestimmung ist das ganze Hundeleben lang gültig. Wer sich sicher ist, nicht mehr aus Paraguay mit Hund ausreisen zu wollen, für den ist das natürlich nicht relevant. Für die Einreise mit Hund in die EU ist auf jeden Fall eine gültige Tollwutimpfung nötig und man braucht diese Titerbestimmung, wobei der Wert des Titers nicht unter 0,5 liegen darf. Außerdem wird für die Einreise in die EU ein spezielles Gesundheitsformular benötigt. Wir haben festgestellt, dass nicht jeder Tierarzt so ein Gesundheitsformular ausfüllen kann. Hier in Asunción ist das Dr. Weiß, beziehungsweise hier in Paraguay ist es Dr. Weiß, der in Asunción seine Praxis hat. Der kann dieses Formular ausfüllen und der arbeitet auch mit dem Labor, was von der EU anerkannt ist, zusammen. Das Blut wird nach Deutschland geschickt in ein anerkanntes Labor und wird dort ausgewertet. Hätten wir den Titertest schon in Deutschland machen lassen vor unserem Abflug, hätten wir hier viel Zeit und Rennerei gespart. Was auch noch erwähnenswert ist, das haben wir ja von mehreren Tierärzten jetzt gehört, der Dr. Weiß, der hat uns das auch erzählt und wir gehen mal davon aus, dass das auch tatsächlich so ist. Und zwar, dass wir für die Ausreise aus Paraguay muss Lotte eine innere und eine äußere Wurmkur bekommen, die 10 Tage vor Abflug quasi gemacht werden muss oder vor Einreise in das Land, wo man hinreist. Und diese innere und äußere Wurmkur muss auch noch eine ganz bestimmte sein, laut Dr. Weiß. Also da kann man nicht einfach irgendein Produkt nehmen, sondern das muss ein ganz bestimmtes Präparat sein. Die Einreisebestimmungen für Hunde aus Drittländern, aus sogenannten nicht gelisteten Drittländern oder auch aus Drittländern oder gelisteten EU-Ländern und so weiter und so fort, die kann man auf der Seite des deutschen Zoll nachlesen. Da steht auch ganz klar, dass wenn man diese Einreisebestimmungen nicht erfüllt, dass man dann damit rechnen kann, dass die Tiere von einem Amtstierarzt kostenpflichtig untersucht werden, dass sie möglicherweise sogar für Monate in Quarantäne gesperrt werden oder in seltenen Fällen, ich habe es selbst auch schon gehört von Leuten, kommt es auch vor, dass die Tiere sogar eingeschläfert werden. Also wer dieses Risiko nicht eingehen möchte, der sollte sich wirklich an diese Einreisebestimmungen halten. Was es außerdem zu beachten gilt, das ist, dass man dazu verpflichtet ist, bei der Einreise aus einem Nicht-EU-Land die Tiere bei der Einreise dann dementsprechend am Zoll anzumelden, damit der eine Identitätsüberprüfung bzw. eine Dokumentenüberprüfung machen kann. Außerdem muss der Besitzer des Hundes oder derjenige, der schriftlich bevollmächtigt ist, diesen Hund zu transportieren, eine Bescheinigung mitführen, die kann man sich auch beim Zoll runterladen. Ich verlinke das auch unten unter der Videobeschreibung, diesen Link.
Das ist ein Formular, in dem man bescheinigt, dass man diesen Hund, dass man erstmal Besitzer des Hundes ist oder bevollmächtigt ist, schriftlich diesen Hund zu transportieren und einzuführen in die EU. Damit muss man bescheinigen, dass man den Hund nicht einführt, um ihn an Dritte weiterzugeben oder zu verkaufen, Handel damit zu betreiben. Und um nochmal auf den Titer-Test zurückzukommen, der ist ja ein ganzes Hundeleben lang gültig, das aber auch nur in Verbindung mit den regelmäßigen Auffrischungsimpfungen für Tollwut. Je nachdem, in welches Land man reist, ist das ganz unterschiedlich gefordert. In Deutschland sind diese Tollwutimpfungen 3 bis 4 Jahre gültig, in der EU, also EU-weit. Und hier in Paraguay zum Beispiel muss diese Auffrischungsimpfung jedes Jahr erfolgen. Und auch in Zypern, wo wir hinreisen werden, muss diese Auffrischungsimpfung also einmal im Jahr erfolgen. Das bedeutet, wenn wir nach Zypern reisen, dann darf die Tollwutimpfung von Lotte trotz des Titer-Tests und der Titer-Bescheinigung nicht älter wie ein Jahr sein. Und diese äußere und innere Wurmkur muss, wie gesagt, das muss ein ganz bestimmtes Präparat sein, das muss in den Heimtierausweis eingetragen werden und das darf nicht länger wie 10 Tage vor Abflug her sein. Also es muss innerhalb der letzten 10 Tage vor Abflug muss das passieren. Diese 6-fach Impfung gegen Pavio, Staupe, Hepatitis, Leptospirose oder wie das heißt, das ist ja auch eine Geschichte, das braucht man nicht für die Wiedereinreise in die EU, aber das braucht man. Das haben wir auf einer offiziellen Seite gelesen. Viele sagen auch, das stimmt nicht. Da teilen sich die Meinungen. Was nun letzten Endes richtig ist, das weiß ich nicht. Es ist einfach schwer herauszufinden. Aber wenn wir jetzt auch nach Zypern weiterreisen, dann muss Lotte auch diese 6-fach Impfung haben. So, und der Doktor Weiß wiederum und auch 2 Tierärzte hier aus Paraguay haben uns gesagt, wenn wir aus Paraguay ausreisen, denn ist die Voraussetzung, dass Lotte diese 6-fach Impfung hat. Das erschließt sich mir überhaupt nicht. Das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Genauso wenig macht es für mich Sinn, dass sie für die Ausreise diese äußere und innere Wurmkur haben muss. Das macht für mich genauso wenig Sinn. Aber das ist das, was man uns hier sagt. Ob das nun so stimmt, ob das nun wirklich so gefordert ist, ob das jemand kontrolliert, das weiß ich nicht. Aber wir wollen da kein Risiko eingehen. Und wenn uns das mehrere Ärzte hier in Paraguay sagen, dann müssen wir davon ausgehen, dass das so richtig ist. Was Welpen betrifft, die dürfen laut EU-Verordnung erst ab einem Alter von 12 Wochen das erste Mal gegen Tollwut geimpft werden. Und dann zählt man noch 21 Tage dazu, die es braucht, dass diese Impfung auch wirklich den Impfschutz ausgebildet hat. Es dürfen pro Person maximal 5 Tiere befördert werden. Ein gültiger Heimtierausweis oder EU-Pass ist vonnöten und die Tiere müssen natürlich gechippt sein. Das gilt nicht für Tiere, die vor 2011 diese Tätowierung bekommen haben, das ist auch gültig. Aber ab 2012 geborene Hunde brauchen den Mikrochip. Aufgrund der Tatsache, dass wir mit Hund weiterreisen möchten, haben wir jetzt mittlerweile bereits 3-mal unsere Flüge umgebucht, denn wir stellen immer wieder fest, dass das Reisen mit Hund nicht so einfach ist wie ohne Hund natürlich. Es werden einem da wirklich teilweise Steine in den Weg gelegt. Was auch viele nicht wissen und was auch nirgendwo steht, was man nirgendwo irgendwie erlesen oder erfragen kann, das ist die Tatsache, dass wenn man von Paraguay mit Hund zurück in die EU reisen möchte und man nimmt den Flug über Madrid nach Deutschland oder über Madrid nach Schiphol, nach Holland, Amsterdam, dann ist das im Zeitraum vom 16.06. bis zum 17. September nicht möglich. Denn in diesem Zeitraum transportiert die Air Europa keine Tiere im Frachtraum, weil aufgrund der Hitze zu dieser Jahreszeit in Spanien schon einige Hunde verendet sind im Frachtraum und das machen die nicht mehr. Also wir werden jetzt aufgrund dieser Tatsache erst im September wieder zurückfliegen, obwohl wir anfangs eigentlich bereits im Juni fliegen wollten. Das mussten wir verschieben, weil diese Titer-Bestimmung erforderlich ist und ab Blutabnahme man noch 3 Monate warten muss, was wir nicht wussten.
Somit hätten wir dann ja Mitte Juli fliegen können. Das ging dann aber auch nicht, weil wir in dem Zeitraum drin gewesen wären, wo die Air Europa keine Tiere transportiert. Somit geht unser Flug jetzt erst im September. Also solltet ihr nach Paraguay auswandern oder in irgendein anderes Land und ihr seid euch nicht hundertprozentig sicher, dass ihr nicht wieder zurückreisen werdet oder weiterreisen werdet, dann macht diesen Titer-Test bereits in Deutschland. Denn dadurch erspart ihr euch eine Menge Zeit und Rennerei. In diesem Sinne ein frohes Reisen.